ansprechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Ringen, Willisau, Schattdorf, ein Duell von der besonderen Sieg. Nur gerade 4 Kämpfe sind nach Punkten entschieden worden. Gegeben hat es dafür 2 Schultersiege und 4 Kämpfe mit technischer Überlegenheit. Spektakulär für Zuschauer und Fans. Für zusätzliche Spannung hat der 9:9 Gleichstand in der Pause gesorgt. Willisau, Schattdorf, 2 Mannschaften fast auf Augenhöhe. Denn ohne den Schultersieg von Roger Kunz, gerade im ersten Kampf, hätte der Stefan Imholz wohl seinen 0:8 Vorsprung über die Runde gebracht und Schattdorf hätte sogar 19:16 gegen den Schweizer Meister gewonnen. Der Johnny hat es in seiner Analyse gemerkt. Willisau Schattdorf, das ist Spannung pur. Der Blick auf die einzelnen Kämpfe zeigt es. Der Willisauer Co-Trainer, der Philipp Rohrer. Genau, die einzelnen Kämpfe. Roger Kunz gegen Stefan Imholz hat gut für euch angefangen. Schultersieg nach 8:0, zuerst im Rückstand. Ja, genau, was heißt gut für uns angefangen, wenn man 8:0 hinterliegt am Anfang. Da muss man natürlich froh sein und hat ein bisschen Glück dann auch, wenn man den Kampf dann noch mit 4:0 Mannschaftspunkte über Schultersieg gewinnt. Der Roger ist natürlich auch noch sehr jung, trotzdem macht er wirklich starke Kämpfe. Er hat auch in dem Kampf den Kampf klar dominiert und bestimmt. Das Problem war eigentlich vielmehr, dass er dann, wo es darum ging, den Punkt zu machen aus der Vorteilssituation, zu überhastet und leichtsinnig war und André seine Routine ausgespielt hat. Das hat er 2-3 Mal gemacht, das ist ihm 2-3 Mal passiert. Beim 4. Mal ging es in die andere Richtung und das hat dann zum Schultersieg geführt. Roger Kunz gegen Stefan Imholz. 4:0 für Roger Kunz. Ja, das ist sicher einer von diesen Kämpfen, der sicher bitter ist für uns. Ich sage, da ist der Stefan ist 8-0 in Führung. Und wir haben gewusst, dass der Kunz eigentlich, der Roger eigentlich die Waffe neu hat. Und ja, schlussendlich in der zweiten Hälfte ist halt der Stef durch einen Fehler, den er ein bisschen macht. Er weiß es selber und wahrscheinlich am besten, dass er dort nicht riskieren darf. Und der Kieder halt hoger. Und ja, das ist halt Sport. Ja. Da kann man halt, es geht schnell auf die andere Seite. 8:0 der Schulterniederlage. Der Stefan Reichmuth gegen Elias Kempf, ebenfalls technische Überlegenheit von Willisau. Ja, das ist ganz klar. Der Steve ist sicher nach der Verletzung, die man gehabt hat, ist sicher wieder extrem stark zurückgekommen. Und ja, mit dem haben wir eigentlich rechnen, weil der Steve ist technisch und wirklich körperlich auch so parat. Also, und für einen Kempf ist sicher eigentlich, sagen wir, der einzige Gegner, den er in der Liga eigentlich haben. Ja. Und wieso das? Ja, weil er einfach schnell ist und dann gleich noch, man sagt, den Angriff nicht einmal 100% sauber machen. Durch seine Kraft, die er in den Beinen hat, kann er den Angriff gleich noch fertig machen. Wirklich, also eigentlich als wenn ein gut gehielter Traktor, sagen wir eigentlich, auf führenden Dialekt. Der Stefan Reichmuth gegen Elias Kempf, technische Überlegenheit, 16:0. Ja, der Stefan Reichmuth ist meiner Meinung nach im Moment bis 86 Kilo der stärkste Ringer in der Schweiz im Freistil. Und er war zwar lange verletzt, aber hat ein sehr gutes Regenerationstraining und Rehabilitationstraining gemacht, sodass seine momentane Form deutlich nach oben zeigt. Und schon letzte Woche haben wir gesehen, dass wir wieder voll auf ihn bauen können. Und auch sein Selbstbewusstsein ist heute wieder voll zum Tragen gekommen. Und der Gegner hat eigentlich nie eine Chance, den Kampf zu gewinnen. Timo Zeder gegen Simon Gehrig, 1:2 für Simon Gehrig, der erste Sieg für Schattdorf. Ja, der Kampf war natürlich stark von taktischen geprägt. Beide Ringer haben auf keinen Fall einen Punkt abgeben wollen und genauso ist der Kampfverlauf auch gewesen. Beide haben über die Verwarnung in Passivität einen Punkt abgeben
beim Stand von 1-1 und noch 1:30 zu ringen, hatte Timo und Zeder leider die falsche Taktik gewählt und hat nicht versucht, den Vorsprung aktiv zu verteidigen, sondern hat sich zurückgezogen und dies hat der Schiedsrichter geahndet. Man muss dazu sagen, es ist der einzige Kampf, in dem der Schiedsrichter dieses Verhalten heute Abend geahndet hat, obwohl genau dieses Verhalten in 4 Kämpfen eigentlich vorgekommen ist. Was für uns in dem Fall ein bisschen unglücklich war, aber damit muss man auch leben können und am Ende hat es ja trotzdem gereicht. Ja, interessant, ja. Der Timo Zeder gegen Simon Gehrig, der erste Sieg für euch, knapp 1-2. Ja, das ist sicher ein Duell, das es schon x-mal gab und das 1-2 war auch schon x-mal das Endresultat gewesen. Ich denke, die kennen einander so super eigentlich schon und Simon weiß ganz genau, ich muss einfach, Angriff bringe ich nicht so gut durch, dann muss ich einfach über zu bewegen. Überhaupt über die Verwarnungen für über den Schiedsrichter eigentlich den Kampf gewinnen. Und sicher vom Simon ein taktisch ganz ein cleverer Kampf gewesen. Und, ja. Zum vierten Kampf hast du eine ganz besondere Beziehung. Samuel Scherer gegen Michi Jach bist du gewesen. Wieder Schultersieg, hä? Ja, wieder Schultersieg und halt, ja, wieder mit meiner Spezialwaffe. Halt, ja. Samuel Scherer gegen Michi Jauch, da habt ihr nicht mit einem Schulterniederlag gerechnet, oder? Natürlich nicht. Wenn man den Hinkampf gesehen hat, der war ganz knapp. War ein sehr guter Kampf von beiden. Heute der Michael Jauch mit einer hervorragenden Leistung. Von Anfang an sehr bissig, sehr aggressiv. In jeder Sekunde voll präsent. Der Samuel sehr stark unter Druck setzt und dadurch hat der Samuel auch eigentlich kaum mehr verhindern können, Fehler zu machen. Und der Michi Jauch nutzt Fehler gnadenlos aus. Und das haben wir gesehen und das hat zum Schultersieg für ihn geführt. Und das hat er heute auch verdient, da kann ich nur Glückwunsch sagen. Eben, er hat ja da ein bisschen einen Spezialgriff von einem Schultersieg. Ja klar, der Hüftschwung, mit dem das passiert ist, das weiß jeder. Aber es gibt jemanden, der heißt Mike Bullmann, da wusste die ganze Welt, der zieht Armzug. Und die ganze Welt ist jede Woche in Armzug gefallen. Also das muss man nicht unbedingt, nur weil man das weiß, kann man sagen, dass man da nicht reinfällt. Und der Samuel ist noch jung, er bezahlt Lehrgeld, er wird aus der Niederlage lernen und sicherlich beim nächsten Mal vorsichtiger sein. Okay, Michael Bartmann gegen Sven Gamma, wieder ein Sieg für Schattdorf, 0-6. Ja, man muss ganz klar sehen, der Michael ist ein 61-Kilo-Ringer und ist 15 Jahre alt und ringt hier im 65er seit Wochen mit absolut guten Leuten mit. Auch heute wieder im Vorkampf 8-0 verloren, im Rückkampf 6-0, die Steigerung ist da. Und es wäre durchaus der Punkt drin gewesen. Das ist einer der Kämpfe, wo ich meine, wo wirklich der Gegner die letzten 1,5 Minuten den Rückwärtsgang einlegt. Und das darf man dann auch ruhig mal bestrafen und dem jungen Mann dafür belohnen, dass er wirklich 1,5 Minuten am Schluss noch so kämpft. Sollte heute nicht sein, aber ich bin mir sicher, dass einige, die dieses Jahr der Michael noch besiegen, nächstes Jahr sich umgucken werden. Okay, gut. 9-9 hat man ungefähr so gerechnet? Ja, im Großen und Ganzen haben wir damit gerechnet. Wir haben natürlich, wie gesagt, gehofft, im Schwergewicht 1-2 Punkte weniger abzugeben und der Timon vielleicht zu gewinnen. Dann hätten wir mit einer knappen Führung in Pause gehen können. So mit 9-9. Wir wussten, wir können in der zweiten Hälfte 4 Kämpfe gewinnen. Und darauf haben wir dann auch eigentlich gesetzt. Michael Bartmann gegen Sven Gamma. 0-6. Ja, sicher war Sven ein Top-Kampf hat er gegen den Bortmann Michi. Sicher einen Dampf gemacht und wirklich immer eigentlich dran geblieben und schlussendlich eigentlich souverän mit dem 3-0 Mannschaftswertungspunkt eigentlich gewinnen. 9-9 ist es gestanden. Schönes mittiges Pausenresultat, tipptopp. Habt ihr schon gewusst, dass dann nachher vielleicht wieder eine zweite, schwerere Halbzeit kommt? Ja, haben wir schon mit dem rechnen. Ich sage jetzt vor allem die ersten 2 Kämpfe nach der Pause. Es waren sicher schwierige Kämpfe für uns und da haben wir sicher mit, ja, ich sage, mit hohen Resultaten rechnen für die Willisauer. Ja. Genau, die sind ja dann hoch gewesen, gerade technische Überlegenheit für Andreas Reichmuth gegen Epp Lukas. Ja genau, eben, das ist sicher etwas, wo wir haben rechnen. Der Reichmuth Andreas ist in diesem Gewicht sicher auch einer der besten Schweizer Ringer. Und der Epp Lukas ist noch jung und da muss sicher noch viel lernen, bis er in solchen Kämpfen kann bestehen kann. Ja. Okay. Nach der Pause Reichmuth Andreas gegen Epp Lukas, gerade technische Überlegenheit für euch, 16-0. Ja, der Andi, ich habe das schon ein paar Mal hier gesagt, ist in einer sehr guten Verfassung und sobald der Gegner kleine Schwäche zeigt, nützt er sich gnadenlos aus. Und heute hatte er mit dem Epp einen Gegner, wo ihm keine Paroli bieten konnte und das hat man ja gesehen, innerhalb von 2 Minuten war der Überlegenheitssieg perfekt.
Der Tobias Bortmann hat es ihm gerade nachher gemacht mit dem Fabian Epp, 16:0, wieder technisch überlegen für Willisau. Ja, das freut mich natürlich ganz besonders für den Tobias, nachdem er ja bei der WM so knapp an der vorderen Ränge vorbeigeschrammt ist, dann durch eine Verletzung zurückgeworfen wurde und sich jetzt wieder zurückkämpft hat. Heute, kurz vor dem Halbfinale, sein erster Kampf in der ersten Mannschaft wieder, mit einem 2-0-Sieg, mit einer weißen Weste. Da geht er natürlich jetzt motiviert ins Halbfinale. Tobias Bortmann ebenfalls technisch überlegen gegen Fabian Epp. Ja, das ist einer. Tobias Bortmann ist sicher ein ganz junger Topmann, sicher einer der grössten Nachwuchstalente, die wir in der Schweiz haben. Und der, ja, mit dem Fabio ist der Fabio schon ein guter Ringer, aber der Bortmann Tobias ist halt schlussendlich ein bisschen cleverer gewesen und hat halt seine Pink am Boden auch sauber machen können. Gerade von zwei technischen Überlegenheiten gesprochen. Die dritte kommt, aber jetzt für euch. Sven Hirschi, Nicolas Christen. Ja, mit dem habe ich eigentlich gerechnet. Der Nicolas Christen ist unser Internationale, ist auch international unterwegs, macht EM und WM, ist wirklich im Nationalkader. Und da erwarte ich dich schon, also mit so einem Sven Hirschi eigentlich 4-0 Abfahrt. Ja. Der nächste Kampf hätte da ein Pünktchen. Ja, wollen hätten das schon, aber ob das überkommen. Sven Hirschi gegen Nicolas Christen ebenfalls 0-16, aber jetzt für Schattor. Ja, der Nicolas Christen ist natürlich auch ein international erfahrener Mann. Und man muss einfach auch mal eine Lanze für den Sven Hirschi brechen. Er wird jede Woche da aufgestellt, wo der stärkste Gegner vom Gegner ist. 74 und 80 Kilo griechisch-römisch ist mit Abstand die stärkste Gewichtsklasse in der Liga. Hier gibt es internationale, erfahrene Athleten wie ein Pascal Strebel, ein Damian Dice, ein Christen. Und da müssen wir einfach sagen, die Traube hängt noch zu hoch für den Sven. Aber er verbessert sich von Woche zu Woche im Detail. Wenn wir sehen, was wir im Training mit ihm erarbeiten und was er im Kampf dann umsetzt, da muss man sagen, auch wenn er 0-16 verliert, eine gute Bodenabwehr, die sich von Woche zu Woche verbessert, ist schon viel wert. Er braucht jeweils, weil er in so einem starken Gewichtsfeld ist, immer ein bisschen persönliches nach Schulter klopfen. Ja, selbstverständlich. Aber das braucht jeder, wenn er so eine harte Saison vor sich hat oder durchmacht wie der Sven gerade. Und man muss ihm da wirklich auch ganz großes Lob für die Mannschaft aussprechen, weil er beschwert sich nie und steht sich immer in den Dienst von der Mannschaft. Und dafür sind wir ihm sehr dankbar und das weiß er, glaube ich, auch zu schätzen. Roger Heiniger gegen Dodos Matteo, was haben Sie da gerechnet? Ja, man muss natürlich sagen, wir wussten, dass es ein ganz enger Kampf wird. Letztes Jahr einmal gewonnen, einmal verloren. Dieses Jahr jetzt wieder knapp verloren. Es gibt eine Aktion im Stand, wo der André wirklich einen genialen Angriff macht. Der Roger schläft ganz kurz, gibt eine Viererwertung ab und der läuft dann den ganzen Kampf hinterher. Genau diese Szene. Doug Sanders. Den Kampf nochmal umzubiegen, ist einfach ganz schwer. Aber wenigstens hat er den Punkt für uns geholt, sodass wir mit dem 3-0 Vorsprung in den letzten Kampf gehen und auch auf der Siegerstraße bleiben dadurch. In Erwartung wäre durchaus auch ein Sieg drinnen gelegen für euch. Ja, 50-50 war das für mich. Der Roger Heiniger gegen Dodos Matteo, das war schon spannend. Also 1-5, er hat immerhin noch den Roger Heiniger einen Punkt holen. Hat er das so gerechnet? Ja. Ja, das ist sicher ein Kampf, den es schon ein paar Mal gegeben hat und es ist wirklich immer knapp. Und also dort, ja, ich hätte jetzt eher gerechnet, dass der Roger Heiniger gewinnt. Ich sehe zwar nicht so rechnen, aber es ist sicher eine riesige Überraschung und auch wirklich genug Tag für Matteo. Also der Heiniger eigentlich wieder können gewinnen. Er hat letztes Jahr schon im letzten Kampf gewonnen eigentlich. Und es war sicher ein Top-Eingestell und super Kampf gewesen, kann man nur das sagen. Okay, Mirko Studer gegen Renato kämpft, der letzte. 1-4 hat noch ein Pünktchen holen, der Renato. Ja, das Pünktchen war schlussendlich halt zu wenig. Aber es war sicher ein Kampf, den Renato eigentlich dominiert hat, muss man ganz klar sagen. Aber er hat hier in der Saison immer ein Problem mit dem Angreifen und er traut einfach nicht anzugreifen. Und das war jetzt heute das Problem. Er ist eigentlich 6 Minuten überlegen, aber es kommt 20 Sekunden vor Schluss ein Angriff und das ist halt auf diesem Niveau halt, Gottes Namen, zu wenig.
Aber ich denke, er wird sicher seine Lehre müssen daraus sehen und halt im Training und überall halt schauen, dann noch ein bisschen mehr die Angriffe zu trainieren. Das ist er, der Angriff der letzten Sekunde. ...18:15 ist er gestanden, der letzte Kampf der Studer Mirko gegen Renato Kempf, ebenfalls für Willisau. 4:1, noch ein blödes Pünktchen abgegeben. Ja gut, der Punkt macht tut uns in dem Fall nicht mehr weh. Für uns war entscheidend, dass wenn er die Matte betritt, dass er sie auf jeden Fall nur knapp als Verlierer oder knapp als Gewinner verlässt und auf keinen Fall auf die Schulter geht. Auch hier Spezialgriff vom Gegner, Kopf-Hüftschwung. Hat man auch gesehen, der ganze Kampf war echt taktisch so geprägt. André hat versucht, in seine Fassart zu kommen, um die Technik auszuführen. Der Mirko hat versucht, die Fassart zu lösen und einen Beinangriff zu setzen. Einmal ist er durchgekommen, der André nicht. Und so haben wir den Sieg heute Gott sei Dank nach Hause geholt. Generalprobe mehr oder weniger geglückt und jetzt schauen wir nach vorne aufs Halbfinale. Ist es für euch so wichtig gewesen, zum Gewinnen? Also eben, es kommt ja eigentlich nur darauf an, wer ist der Gegner im Halbfinale? Und es ist ja noch nicht ganz so klar. Ja, wenn man natürlich das Drehbuch anguckt, das wir als Trainer und die sportliche Leitung auch im Kopf haben, ja, dann ist es für uns so wichtig zu gewinnen, weil wir haben eben die ganze Saison über mit den Verletzten zu kämpfen gehabt, das habe ich Ihnen ja auch schon gesagt. Und wenn man das genau anschaut, dann haben wir in Griesen mit einem Punkt verloren, gegen Hergiswil zu Hause unentschieden gerungen, dann in Freiamt gewonnen. Und das ist eine Steigerung, das ist eine Kurve nach oben und die haben wir mit Einzelnen und Shutoff jetzt zweimal bestätigt und jetzt kann jeder kommen. Und dieses Gefühl muss die Mannschaft auch haben in jedem Training jetzt. Und deswegen wäre eine Niederlage heute natürlich nicht gut für uns gewesen. Gut, während dem, dass die Zuschauer den Bericht sieht, weiss man natürlich schon, wer der neue Halbfinalgegner ist. Aber gleich jetzt noch die Frage, was wäre denn so der Wunsch? Natürlich würde mir am liebsten gegen Hergiswil ringen, weil ich glaube, das wäre ein Geschenk für die ganze Region. Wenn? Im Finale oder im Halbfinale? Jetzt als nächstes im Halbfinale, denn wenn wir im Finale, also im Finale, da muss ja jeder von uns erstmal hinkommen. Und man kann sagen, Hergiswil hatte dieses Jahr sicherlich auch keine einfache Saison, sodass in einem möglichen Halbfinale, in dem nicht Hergiswil gegen Willisau steht, beide Mannschaften wohl auch nicht Favorit wären. Und deswegen ist ein Finale sehr, sehr hoch. Also die Trauben hängen da sehr hoch, also dass wir das Finale Willisau-Hergiswil zustande kommen könnte. Deswegen möchte mir eigentlich lieber jetzt im Halbfinale gegen Hergiswil ringen, denn das wäre eine 50-50 Geschichte und das wäre sicherlich für die Region und für die Ringkampfsportfans hier das Highlight des Jahres. Vielleicht schon nächsten Samstag. Ja, hoffen wir es, dass wir es dann hier wiedersehen. Die Hoffnungen, wissen wir jetzt, werden nicht erfüllt. Nächsten Samstag kommt es zum Duell Willisau-Kriesere. Achtung, bereits am 7. in der BBZ-Halle zu Willisau. Für euch ist ja quasi die Saison jetzt fertig. Aber du bist natürlich ein Ringer mit einem Ringerherz. Wie denkst du, wer wird? Das kann man ja schon ein bisschen spekulieren. Wer wird das Jahr Schweizer Meister? Das ist sicher genau mitverfolgt. Ja, man hat das so genau mitverfolgt und es ist eigentlich so spannend, sage ich, wenn es hier ist, sage ich, die letzten paar Jahre sicher nicht mehr gewesen, in den unteren Fernen. Aber ich tippe eigentlich Kriesere. Kein Favorit zwar Friam. Das ist sicher schwierig, jetzt etwas zu tippen. Aber ich denke, die Luzerner werden sicher auch, die zwei Mannschaften werden sicher auch sich nicht einfach so geschlagen geben. Sind wir gespannt, danke vielmals. Alles Gute, nächstes Jahr wieder. Merci vielmals. Genau, die Luzerner werden sich nicht so schnell geschlagen geben. Und wenn das Schicksal von Hergiswil am Herzen liegt, bürgert nach Muri, am Kloster vorbei, Bach-Mattenhalle, dort geht es am 8. los. Und wer schon vor dem Samstag wissen will, wer gewinnt, der schaut den Johnny, der meint demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.